und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es den What's in my Travel Bag. Ihr seht schon den großen leeren Koffer neben mir liegen, denn wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich gerade mit dem Juland in Miami und ich dachte mir, das ist ein super Anlass, um euch einfach mal zu zeigen, was ich so mit in den Sommerstrandurlaub nehme. Und ich würde sagen, ich fange einfach direkt an mit den kurzen Hosen, beziehungsweise mit den Hosen. In Miami sind es im Moment im Schatten so um die 30 Grad. Von daher ziehe ich einfach auf dem Hinflug eine lange Hose an und das sollte dann reichen. Und dann kommen wir jetzt mal zu den kurzen Hosen. Was ich immer ganz wichtig im Sommerurlaub finde, sind diese kurzen Jogging-Strand-Hotpants. Davon habe ich einfach mal ein paar eingepackt. Gelb, pink und eine neue habe ich mir geholt. Die finde ich sehr cool. Da ist so ein buntes Muster drauf und da steht einfach extra Miami drauf. Ich dachte mir, das passt doch super und deswegen kommt die auch in den Koffer. Und dann dürfen natürlich normale Hotpants nicht fehlen. Hier habe ich einmal einfach eine ganz normale Jeans, weil man darauf einfach sehr viel kombinieren kann. Und dann habe ich natürlich auch noch ziemlich viele bunte Ausführungen dabei. Ich kann mich meistens nie entscheiden, was ich mitnehmen soll. Von daher wird mein Koffer meistens immer sehr voll und ich benutze nur sehr wenig. Aber dann habe ich es eben vor Ort. Das heißt, pink, lila, gelb und auch weiß ist dabei. Die lege ich einfach alle auf einen Haufen, damit das schön sortiert ist im Koffer. Und dann würde ich sagen, machen wir mal mit meinen Kleidern weiter. Hier habe ich einmal was für den Strand. Ein neues Oberteil, nämlich das finde ich so schön und ich freue mich echt super darauf, das anzuziehen. Es ist so ein ganz transparentes, korallfarbenes Oberteil mit langen Ärmeln und es geht auch ein bisschen länger über den Popo. Und ich dachte mir, das ist vielleicht ganz süß, wenn man darunter einfach nur ein Bikini anzieht, um am Strand ein bisschen damit rumzulaufen. Dann habe ich noch so ein Jumpsuit. Im Marine-Look auch eigentlich ganz cool, um an den Strand zu gehen. Und jetzt gibt es auch noch ein paar schickere Kleider. Einfach ein ganz normales, schwarzes, schlichtes, wo nicht viel dran ist. Dann ein relativ auffälliges, schönes Sommerkleidchen mit diesem wunderschönen Blumenmuster, was doch relativ auffällig ist. Aber ich finde, das passt einfach super gut zu der sommerlichen Jahreszeit. Und dann habe ich noch einmal ein rot-korallfarbenes Oberteil, wo hier oben sowas mit Stickmuster abgesetzt ist. Und zu guter Letzt habe ich auch noch mein lilanes Kleidchen hier mitgenommen. Dann sind wir jetzt bei meinen Oberteilen und ich finde, das ist immer das Schwierigste. Man kann ja nicht so viel mitnehmen, deswegen sollten die meisten Oberteile schlicht sein, damit man sie halt auf das Allermöglichste kombinieren kann. Von daher habe ich hier erstmal einfach so ein ganz normales graues Top, ganz viele rosane T-Shirts, teilweise mit Druck, ohne Druck und auch schulterfrei und nicht schulterfrei. So, die lege ich jetzt erstmal schon mal hier rein. Dann geht es weiter mit weißen T-Shirts, auch teilweise mit Druck, ohne Druck, Top-T-Shirt, alles was das Herz begehrt. Ich weiß, ich nehme immer viel zu viel mit, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ja, zu guter Letzt noch ein ganz buntes T-Shirt. Man weiß ja nie, was man da vor Ort macht und das ist mal ein bisschen auffälliger. Und jetzt braucht man natürlich auch noch einen Pulli. Ich weiß, 30 Grad hört sich sehr warm an, aber ich persönlich gewöhne mich sehr schnell an die Temperatur und mir ist es dann abends einfach im T-Shirt zu frisch. Und deswegen nehme ich mir einfach einmal meine schwarze Strickjacke, die ist ganz leicht und schwarz passt ja auch nun mal zu allem, von daher ist die ganz praktisch. Und was ich auch ganz cool finde, einfach so langärmelige T-Shirts, also Longsleeves. Davon nehme ich einmal einen grauen und einen schwarzen mit. Dann habe ich hier noch so einen ganz grob gestrickten, dünnen Pulli. Ich glaube, der ist vielleicht auch für den Abend ganz gut, weil der eben sehr luftdurchlässig und nicht so dick ist. Und für den absoluten Notfall, man weiß ja nie, das Wetter kann ja auch mal umschlagen, habe ich dann auch mal einen richtig dicken Winterpulli mitgenommen. Dann brauche ich natürlich noch Unterwäsche, aber die ist jetzt komplett einmal in der Waschmaschine. Deswegen kann ich die euch leider nicht zeigen. Aber kommen wir doch einfach direkt zu den Bikinis. Und da habe ich einmal einfach nur ein Bikini-Oberteil, sehr auffällig, weiß mit so einem Blümchenmuster. Und hier unten ist so sind so Rüschen dran. Der gefällt mir sehr gut. Und welchen ich sonst noch mitnehme, ist einfach ein schwarzer Bikini, wo das Oberteil eben trägerlos ist. Das gefällt mir auch sehr gut und der ist halt auch sehr schlicht und den kann man eigentlich immer tragen. Bevor ich zu den Schuhen komme, packe ich einfach noch eine schwarze dünne Leggings ein. Eben auch für den Abend,
man weiß ja nie, wo man hingeht und wie das Wetter wird. Und ihr seht schon, ich mache immer so Häufchen, dass alle Pullis aufeinander sind, alle Hosen. Ich finde das einfach viel praktischer, weil man dann einfach eine gewisse Ordnung hat und die Haufen einfach so dann im Urlaub in den Schrank tun kann. Das finde ich einfach ganz cool. Und ich würde sagen, dann zeige ich euch einfach mal, was meine Schuhauswahl beinhaltet. Das sind natürlich einmal ganz normale schwarze Ballerinas. Die müssen einfach immer mit, weil die auf alles passen und super bequem zum Rumlaufen sind. Und die hier gefallen mir echt gut. Die haben so ein Löchermuster an der Seite und das peppt das Ganze einfach ein bisschen auf. Normalerweise lege ich die Schuhe immer verkehrt rum oben drauf oder bei mir ist jetzt hier die Ecke hinten noch frei, wo nicht wirklich mehr eine Stapel mit Klamotten reinpasst. Deswegen fülle ich so Ecken ganz gerne auch mit Schuhen oder Kosmetiktaschen oder was auch immer. Dann geht es weiter mit ein paar Sandalen, auch schwarz, relativ schlicht vorne mit so einem Blümchenmuster. Die passen auch auf alles und sind eben auch sehr bequem, sehen aber eben auch ein bisschen schicker aus. Apropos schick, ich finde im Sommerurlaub darf ein paar hohe Schuhe nicht fehlen und ich habe mich jetzt einfach mal für so beige Sandalen entschieden, weil die eben auch relativ schlicht sind, man die auf viele Styles anziehen kann und ja, dann hat man eben auch mal was Schickeres dabei, je nachdem, worauf man dann im Urlaub Lust bekommt und was man da alles unternehmen kann. Und zu guter Letzt habe ich auch nochmal ein geschlossenes Paar Schuhe. Das sind meine pinken Strandlatschen, nenne ich sie mal. Die habe ich neu beim Primark gekauft, kennt ihr wahrscheinlich aus meinem Primark-Haul. Und die sehen einfach so gemütlich aus. Ich glaube, die sind ganz cool, um da am Strand zum Beispiel ein bisschen rumzulaufen. Und abgesehen davon werde ich mir bei der Reise einfach ein ganz normales Paar Turnschuhe anziehen. Dann fehlt jetzt natürlich noch einiges an Kosmetikprodukten. Ganz wichtig sind natürlich Shampoo, Duschgel und für mich auch Spülung, weil sonst kriege ich meine Haare nicht durchgekämmt. Dann ein Produkt, um das Gesicht zu reinigen. Und was natürlich im Sommerurlaub unverzichtbar ist, ist natürlich einmal Sonnencreme. Da habe ich jetzt einfach mal einen Sprühlotion und eine ganz normale Creme und eine Aftersun Lotion genommen, damit die Haut auch einfach eine gute Pflege nach der Sonnenbräune bekommt. Und ja, dann nehme ich noch mit mein Haaröl, damit meine Haare ein bisschen gepflegt werden und ich sie einfach durchkämmen kann. Ich brauche eine Bürste und dann nehme ich auch noch ein Parfüm mit. Und was ich natürlich auch brauche, sind Abschminktücher. Die Schminke zeige ich euch gleich nochmal kurz. Weil ich aber Angst habe, dass diese ganzen Flaschen immer im Koffer aufgehen und alles verschmiert ist, tue ich die meistens in so ganz normale Plastiktüten rein und verstaue die dann einfach da drin im Koffer. Und mit das Allerwichtigste ist natürlich meine Schminke und da ich die nicht mit ins Handgepäck nehmen kann, muss sie leider in den Koffer. Hier habe ich einfach so eine kleine schwarze Tasche und das ist eigentlich die Tasche, die ich eh immer in meiner Handtasche dabei habe, wenn ich das Haus verlasse, wo einfach meine wichtigsten Schminksachen mit drin sind. Jetzt ist das Täschchen natürlich ein bisschen voller gefüllt, da ist einfach unter anderem auch nochmal zusätzlich wasserfeste Mascara, wasserfeste Eyeliner drin und vielleicht mal Lidschatten oder so, je nachdem, was man dann vor Ort braucht. Und ja, das kommt einfach auch in den Koffer und ihr seht schon, der Koffer wird immer voller und voller. Jetzt kommt natürlich noch die Kulturtasche und die ist bei mir sehr bunt befüllt. Einmal gibt es da natürlich Zahnbürste, Zahnpasta, ein Rasierer, Ohrenstäbchen, Wattepads. Dann habe ich noch hier drei Schminkpinsel von mir da reingepackt. Zwei Nagellacke, Haargummis und auch ein bisschen Schmuck. Und die wird jetzt auch zugemacht und kommt einfach in den Koffer. Jetzt fällt mir noch ein, fehlen Socken. Die sind auch noch in der Wäsche. So, und wenn mich nicht alles irrt, müsste ich jetzt alles eingepackt haben. Es fehlt jetzt noch die Unterwäsche. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Eigentlich mache ich mir immer eine Liste und kann immer alles abhaken. Aber der Koffer ist gut gefüllt. Und ich würde sagen, dann gehen wir doch jetzt mal rüber zum Handgepäck. Hierfür nehme ich einfach meine ganz normale braune Handtasche von H&M. Die reicht mir eigentlich vollkommen aus. Und ja, was ist da drin? Ich habe in meinem Handgepäck meistens immer eine Zeitschrift, damit mir nicht langweilig wird. Dann habe ich einen Block mit einem Stift dabei. Da kann man einfach so kleine Spiele drauf machen oder einfach auch mal ein paar Notizen aufschreiben. Dann darf natürlich das Portemonnaie mit allen wichtigen Ausweis, Krankenkasse, Ausweis, Perso und all sowas darf natürlich nicht fehlen. Dann ein kleines Deo, das sind jetzt 75 Milliliter, also das darf man gerade noch so mitnehmen. Das finde ich auch ganz wichtig, vor allem wenn man so einen langen Flug hat nach Amerika. Und dann habe ich jetzt hier noch einmal was Kleines zum Knabbern, das sind jetzt hier Pickups.
weil man einfach bei so einer langen Reise irgendwann Hunger bekommt. Dann befinden sich in meiner Handtasche immer mein Handy-Aufladekabel und in dem Fall jetzt sogar noch so ein externer Akku, den ich vorher aufgeladen habe, damit ich immer, egal wo ich bin, mein Handy aufladen kann. Und was gibt's noch hier drin? Traubenzucker, Handcreme, ein Labello, meine Sonnenbrille und natürlich auch meine Reiseunterlagen dürfen nicht fehlen. So, dann habe ich jetzt noch Nasenspray, Tabletten gegen Kopfschmerzen und Übelkeit gefunden. Denn ab und zu wird mir auf so langen Flügen schon mal schlecht. Von daher sollte man da lieber vorsorgen. Und ich glaube, damit habe ich alles. Ab und zu nehme ich da nochmal ein Kartenspiel mit. Das muss ich nochmal gucken, ob ich das noch dazu einpacke. Aber ich bin eigentlich schon eine Person, die so gut wie für jeden Notfall irgendwas dabei hat. Und das war's mit meinem What's in my Travel Bag. Ich würde gerne mal von euch wissen, seid ihr eher der Typ, der ganz praktisch einpackt, eine Hose, zwei T-Shirts, drei Unterhosen und das war's? Oder könnt ihr euch auch nie entscheiden und euer Koffer ist nachher genauso voll wie meiner? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und was natürlich ganz wichtig für uns ist, habt ihr Lust, dass wir einen Miami Follow Me Around hochladen? Dann zeigt uns das doch, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Genauso natürlich, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch einfach nur noch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss. So, ihr kommt jetzt rechts auf den DM-Haul und da steht jetzt in der Infobox der Gewinner meiner DM-Haul-Verlosung. Und auf der anderen Seite habe ich euch nochmal mein neuestes 10-Arten-Video verlinkt. Dann hoffentlich bis gleich und tschüss!